Interessant. Es gibt ein Video, was ich seit langer Zeit gucken möchte. Es wurde mir nie angezeigt. Ich weiß gar nicht, warum. Also, wir gucken ja extra mit Firefox immer im Stream die Videos. Irgendwie ist der Algorithmus, den ich hier erarbeitet habe, der hat es noch nicht gezeigt. Aber Tomatolix hat, glaube ich, ein E-Zigaretten-Experiment gemacht und das Video ist ganz schön abgegangen. Lass mal reingucken. Marcel raucht nur noch sowas. Jetzt lass mal richtig einen durchziehen. Einweg-E-Zigaretten wie 11 Bars. Ich möchte mal kurz betonen, ich habe wirklich gar keine Ahnung davon, ne? Also wirklich so gar keine Ahnung. Das da ist so in meiner Welt mit den Leuten, die mich umgeben, einfach gar kein Thema. Ich kenne niemanden, der das macht. Wie ist es bei euch? Einweg-E-Zigaretten, ist es ein Thema bei euch? Wenn ja, was macht ihr gerade? Seid ihr berufstätig oder in der Schule? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so getargetet, dass es schon eher so an junge Leute geht. Habe ich das Gefühl. Weiß ich aber nicht. Ha. Gerne mal Bescheid sagen. Sind im Moment super beliebt. 11 Bars, die sind auch schon wieder richtig im Trend. Jeder hat einen, jeder will einen. Ja, es gibt Einweg-E-Zigaretten. Und das ist so mit crazy umweltschädlichste und auch übel gefährlich von dem, was ich sonst. Also ich habe zwei Sachen mitbekommen. Zum einen, dass du halt einfach Plastik und Elektronik schnell irgendwie in die Welt schmeißt, wenn die Dinger durch sind. Und zum anderen habe ich nur TikToks reingespielt bekommen, wo Leute so übelst geschwollene Lymphknoten hatten, nachdem die solche Einweg-E-Zigaretten benutzt haben und nur Probleme damit hatten. Keine Ahnung, was TikTok da gemacht hat, algorithmusmäßig, aber naja. Neue Sorte probieren. Weil du dich fragst, warum es in eurer Stadt keine Elfbar mehr gibt. Ich hab sie alle. Das ist halt crazy. Es gibt da halt diese Kanäle, die machen nichts anderes als vapen. Ich finde das auf eine tiefe Weise ganz wild. Und ich gucke da auch manchmal rein. So, ich kann dir keinen Namen sagen von denen, aber ich gucke da manchmal rein und es ist ganz, 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 ganz wild. Frag mich, was hinter den Wegwerf-E-Zigaretten steckt und wie gesundheitsschädlich die sind. Diese Dinger zerfetzen eure Lungen. Hast du Lungenschmerzen? Deswegen spreche ich mit Konsumenten und Experten über das Thema. Außerdem treffe ich jemanden, der mit 11 Bars echt viel Geld verdient hat. Wie viele 11 Bars verkauft ihr dann so im Monat? 3 bis 4 Millionen Stück. Außerdem mache ich... Mann, ey. Ey, wir sind alle so verloren. Kannst du nur lachen. Kannst du auch lachen. Ey, wir sind echt alle verloren. Keine Ahnung, kannst dich auch nicht hinstellen und dich nicht wundern, warum nichts klappt. Du darfst dich nicht hinstellen und du darfst dich einfach nicht fragen, warum nichts klappt. Also, ey. Ich ein Selbstexperiment. Auch wenn ich eigentlich Nichtraucher bin, werde ich regelmäßig dampfen, um zu schauen, was der Konsum mit mir macht. Erstmal muss ich mir so eine Einweg-E-Zigarette besorgen, aber die gibt's an fast jedem Kiosk. Also ich habe den Eindruck, dass das gerade mega gehypt ist, 11 Bars Einweg-E-Zigaretten. Ist das auch so dein Eindruck? Ja, also der Hype ist auf jeden Fall da. 11 Bar ist natürlich Nummer 1. Dann es gibt Smoke-Kiosks? Kioske? Kiosks? Moment mal, Felix ist doch auch Kölner. Das heißt, das gibt's in Köln? Gibt's ein Smoke-Kiosk? Danach kommen halt noch andere Produkte, wie hier vorne ausgestellt, aber es ist schon sehr, sehr beliebt. Wie viele verkauft ihr da so am Tag? Läuft sich schon auf die 50 Stück. Und was für Leute sind das dann, die 11 Bars kaufen? Boah, das ist querbeet. Jugendliche, ältere Leute, Leute, die mit Zigaretten aufhören möchten. Auch weibliche Kundschaft, die wir eigentlich so manchmal nicht so oft hier reinziehen, weil wir halt Shisha-Equipment verkaufen. Aber das Produkt zieht wirklich jeden hier rein. Alt, jung. Weiblich, männlich, also ein ganz buntes Publikum. Was glaubst du, woher kommt der ganze Hype? Ich glaube, bei den Jugendlichen kommt das Ganze aus TikTok und YouTube, wie zum Beispiel Montana Black. Der hat ja mit Zigaretten aufgehört durch die 11 Bar Produkte. Oder wenn man bei Instagram guckt, jeder YouTuber, jeder Streamer beim Stream, alle haben das ja fast. Das hat das. Also Monte, ja, habe ich mal gesehen. Aber wer ist das denn noch? Knossi? Ja, okay, Knossi hat man am Anfang gesehen, ja. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ich gucke nicht so viel Stream, aber Knossi, ja. Okay. Crazy, okay. Ha. Ganz noch mal gepusht, glaube ich. Aber das ist schon so ein Einstiegsprodukt in die Raucherwelt. Welche Sorten sind so am beliebtesten? Also die beliebtesten Sorten sind einmal Strawberry Ice, das ist Erdbeereis. Dann Traube, Grape, also das sind die beliebtesten. Aber gibt's Traube Minze?
Gibt's Traube Minze, frage ich gerade. Nur gibt's Traube Minze? War alles verkauft sich. Soll ich einmal die beiden hier nehmen? Das heißt, das sind jetzt 20 Euro? Genau. Dankeschön. Kostet das 10 Euro? Oh Mann, ey. Kostet so ein Ding. Kostet sowas wirklich fucking 10 Euro? 10 Euro? Ey, ihr seid selber schuld, ey. Ihr seid wirklich selber. Wer die Scheiße kauft, der ist ja mal 10 Euro. Oh Mann, ey. Ey, da kannst du dich auch wirklich langsam auf die Straße stellen. Da kannst du wirklich auch am Wochenende auf die Straße stellen und den Leuten ein Signal geben, dass sie Fenster runterrollen sollen, die einfach mal in die Fresse schlagen. Das ist im Prinzip genauso intelligent wie 10 Euro für. Wie oft kann man das denn benutzen? Halbe Stunde oder was? 10 Euro eine halbe Stunde zu verbrennen. Da macht ja Glücksspiel fast noch mehr Sinn, bin ich ganz ehrlich. The fuck, Alter. Dir. Ich habe mich für Pfirsich entschieden als Geschmacksrichtung. Dann unboxe ich das Ganze mal. Ah, okay. 600 Züge. 600 Züge. 10 Euro. Okay. Mal extra eingepackt. Boah, jetzt riecht es schon direkt. Da ist das gute Stück. Ich finde schon gut, dass da dick ein Totenkopf drauf ist mit Gefahr. Ich weiß gar nicht, Gefahr vor was denn überhaupt. Steht also auch nicht genau, warum die Gefahr besteht. Dann lass uns das Ding mal ausprobieren. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwas anmachen muss, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann da jetzt einfach dran ziehen. Schmeckt schon krass nach Pfirsich auf jeden Fall. Aber nicht nur, das hat auch so was voll Minziges irgendwie. Also es ist Peach Ice. Wahrscheinlich bedeutet das, dass es jetzt nochmal so einen Menthol-Effekt hat. Also ich merke so eine Menthol-Wirkung auf jeden Fall voll. Also es schmeckt auf jeden Fall schon ganz geil. Ja. Muss man schon zugeben. Und ich merke schon direkt so ein bisschen das Nikotin. Ja, dann schaue ich mir. Aber es ist aber auch Nikotin drin. Ich dachte, manchmal ist ja jetzt Vapen, ist ja eigentlich auch verbunden mit der großen Bewegung, nicht mehr Nikotin zu rauchen. Ob es jetzt besser ist oder nicht, habe ich wirklich keinen Plan, will ich mir auch keine Meinung zu bilden, weil ich keine Ahnung habe. Aber da ist tatsächlich Nikotin dann noch drin. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Also das ist ja wirklich kompletter. Es gibt mit und ohne. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Mal, wie das die nächsten Tage... 600 Züge, einfach irgendwie Traube Minze mit Nikotin. Das ist ja irre. Ich werde das Ding jetzt einfach mal mitnehmen in den Alltag und einfach immer mal wieder ein bisschen vapen. Dann schauen wir mal, wie das so ist, so als Nichtraucher. Ich treffe mich mit Malte. Er konsumiert regelmäßig Einweg-E-Zigaretten und von ihm möchte ich wissen, was ihm so gut daran gefällt. Wie viel rauchst du davon so? Ich glaube täglich eine ungefähr. Eine am Tag? Eine am Tag, genau. Krass, das sind ja dann schon so 200, 300 Euro im Monat. Ja, es geht schon gut ins Geld auf jeden Fall. Und was findest du so geil daran? Den Geschmack und das Beruhigende, ich denke mal durch das Nikotin halt. Ja. Ja, und also eigentlich der Kerngrund ist, sind handlich schnell irgendwie zu greifen und die schmecken gut. Deshalb rauche ich die ganz gern. Wie bist du denn überhaupt so zu den Elfbars gekommen? Also ich persönlich bin durch TikToker und Streamer auf Twitch aufmerksam geworden auf Elfbar. Bei Twitch zum Beispiel Montana Black. Da habe ich das eben im Livestream gesehen und dachte mir, was raucht er da? Weil er normalerweise auch Zigaretten raucht. Und habe die dann eben gesehen und dachte mir, hey komm, ich bestelle es auch einfach mal. Weil im Chat war irgendwie alles voll mit Elfbar. Ja. Und dachte ich mir, okay, bestelle ich einfach mal und probiere das. Hast du vorher geraucht normal? Ja, aber eher seltener. Also ab und zu mal auf der Arbeit, wenn es mal Stress gab oder halt auf einer Party mal. Also ich war eher so Partyraucher. Das ist mit denen ja nicht schlimmer geworden. Also ich rauche die jetzt täglich tatsächlich. Würdest du sagen, du bist jetzt abhängig von den Dingern? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also vorher habe ich, wie gesagt, selten Zigaretten geraucht. Also ab und zu mal eine vielleicht. Und jetzt, seit ich Elfbar rauche, schon, also täglich. Also ich komme davon nicht mehr weg. So. Was würdest du sagen, wie schnell ging das, dass du abhängig geworden bist? Ich wollte irgendwie alle Sorten durchprobieren und wollte irgendwie gucken, welche mir am besten schmeckt. Und dann habe ich irgendwie ganz viele gekauft auf einmal, irgendwie mal 10 Stück auf einmal. Und dann, ja, war ich halt drin irgendwie. Hattest du schon mal jetzt den Fall, dass du irgendwie dann keine Elfbar mehr hattest und irgendwie so einen richtigen so einen Suchtdruck entwickelt ja, hast? Ja, doch schon. Ja? Also schon. Ich will es mir selber nicht eingestehen, aber jetzt, wo wir hier schon reden, doch. Also habe ich schon. Also es fehlt mir dann doch irgendwo. Einweg-E-Zigaretten sind bunt, schmecken gut und sind einfach in der Handhabung. Kann es sein, dass dadurch vor allem junge Menschen wie Malte abhängig werden? Und guck mal, wie poppig bunt die sind. Jetzt musst du... Das ist... Ich bin gar nicht in diesem Thema drin. Ich bin legit übel schockiert gerade. Also vollkommen ernsthaft. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das finde ich einfach so dumm. Also ich merke gerade, dass ich vielleicht jetzt auch irgendwann mal so über diese ganz kleine Altersmauer gesprungen bin. Das finde ich einfach nur noch dumm. Also
Wir haben sicherlich auch dumme Sachen gemacht, aber das ist nicht einfach. Also das ist einfach nur dumm. Das habe ich den Suchtmediziner und Lungenfacharzt Dr. Alexander Rupp gefragt. Genau das ist unsere Hauptsorge. Ja? Jugendlichen werden attracted, werden angezogen von diesem Produkt und auch das ganze Marketing richtet sich ja an Jugendliche oder junge Menschen zumindest. Und wenn die dann eben damit beginnen, mit Nikotin auch abhängig werden, dann besteht eben die Gefahr einer lebenslangen Abhängigkeit oder einer sehr schwer wieder zu durchbrechenden oder loszuwerdenden Abhängigkeit vom Nikotin. So, vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit. Also ich benutze das Ding jetzt schon seit ein paar Tagen und es macht schon Spaß, muss ich zugeben. Also das ist halt mega einfach zu benutzen, man muss einfach nur dran ziehen. Mir ist aufgefallen, dass ich das immer benutze, wenn ich irgendwie ein bisschen Langeweile habe, wenn ich irgendwie rumlaufe oder irgendwie nichts zu tun habe, dass ich dann mal daran ziehe. Und dadurch, dass ich Nikotin halt nicht so gewöhnt bin, merke ich das auch immer direkt, also dass ich so einen kleinen Nikotinflash habe. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass es so einfach zu benutzen ist, habe ich schon ein bisschen Angst, abhängig zu werden. Aber das ist immer noch die erste Einweg-E-Zigarette, das heißt, so viel habe ich auch noch nicht geraucht. Nachdem ich jetzt schon so ein bisschen gedampft habe, frage ich mich natürlich auch, wie sich das Ganze auf die Gesundheit auswirkt. Also, wie schädlich sind E-Zigaretten? Das habe ich den Toxikologen Dr. Thomas Schulz vom Bundesinstitut für Risikobewertung gefragt. Ich bin skeptisch gegenüber allem, was man inhaliert und was keine reine Luft ist. Und in den E-Zigaretten konsumieren die VerbraucherInnen dann einen Cocktail von verschiedenen Verbindungen, von denen einige dann auch schädlich sind für die Lunge und für das Herz-Kreislauf-System. Wenn Sie Substanzen in Ihren Körper bringen, wie zum Beispiel Formaldehyd, Acetaldehyd, Nickel, Kobalt, Schwer. Könnte man jetzt dazu auch nochmal kurz fragen, aber nur für Leute aus meiner Generation, wie schlimm ist das, wenn man probiert hat, Tee zu rauchen? Ich frage jetzt mal nur für Leute von früher, ich bin mir sicher, sind ein paar im Chat, die fühlen das Gleiche. War das jetzt sehr schlimm? War das ganz schlimm, dass wir damals probiert haben, Tee zu rauchen? Und bin ich alleine damit? Ihr guckt jetzt alle wieder weg und sagt so, wir haben das nie gemacht, sowas haben wir nie, das haben wir ja nie probiert. Aber seid mal ganz ehrlich, ihr hattet auch einen dunklen Moment, wo ihr probiert habt, Tee zu rauchen. Es war überhaupt nicht gut, es ging auch nicht lange. Eingewickelt natürlich in Papier, weil man nicht. Jetzt, okay, jetzt reicht's. Oregano. Uffi. Nö, ich mag keinen Tee. Ja, Oregano. Warum Oregano? Warum? Oder Oregano? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Die sprechen das alle anders aus, dann höchstwahrscheinlich, oje. Aber mit Papier aus dem Drucker, genau. Tatsächlich Papier aus dem Drucker, dann so klein geschnitten, dass es aussah wie eine Zigarette und dann Tee da reingemacht. Weil man den Großen nachahmen wollte. Tee rauchen war nie so geil damals. Ja, also könnte man nochmal kurz hier Fragerunde extra Video vielleicht auf dem Zweikanal Tomatolix, falls es ist, würde uns alle interessieren, ist wichtig. Metalle oder auch polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe, dann wissen alle, dass das nicht unschädlich sein kann. Und da eben diese Substanzen, die ich gerade aufgeführt habe, auch in E-Zigaretten zu finden sind, muss man davon einfach ableiten, E-Zigaretten rauchen oder dampfen ist nicht unschädlich. Wir wissen weiterhin, dass das E-Zigaretten, also der Dampf aus E-Zigaretten, wirkt zytotoxisch. Das heißt, Zellgewebe geht kaputt, wenn man diese Zellgewebe dem Dampf von E-Zigaretten aussetzt. Wir wissen, dass Kanzerogene drin sind, also krebserzeugende Substanzen. Das heißt, das Potenzial, dass hier Krebszellen im Körper durch das Dampfen entstehen, ist definitiv nicht wegzudiskutieren. Wir wissen, dass ein sogenannter oxidativer Stress im Körper ausgelöst wird. Das heißt, dass freie Radikale entstehen, die Zellgewebe, aber auch die DNA, also unsere Erbsubstanz, schädigen können. Und wir wissen, dass der Dampf von E-Zigaretten inflammatorische, also entzündliche Prozesse im Körper entsprechend erhöht und damit die Gefahr sowohl von Lungen, aber auch von Gefäßerkrankungen entsprechend erhöht ist. Vor dem Hintergrund sind E-Zigaretten schädlich. Wir müssen aber auch den Vergleich machen zu herkömmlichen Zigaretten und herkömmliche Zigaretten sind wesentlich schädlicher. Also das führt dazu, dass mal so bei einer großen Auswertungsstudie geschätzt wurde, dass E-Zigaretten etwa 1000-mal weniger krebserregend sind als herkömmliche Zigaretten. What? Okay, das irritiert mich jetzt dann doch schon sehr. 1000-mal weniger krebserregend als echte? 1000-mal, wisst ihr, wie viel 1000-mal ist? 1000-mal, ha. Das ist wirklich crazy viel.
super Erstmal-Helfer bestellen. Ja, safe, also direkt. Ich geh gleich einfach, nicht mal im Rauchen, aber ich gehe gleich erstmal in den Rauchkiosk, kauft alles leer. Oh Mann, aber wer steckt eigentlich hinter Elfbar? Mann, also wo kommen diese Dinger her? Ah. Irgendwie ist es super schwer, etwas über den eigentlichen Hersteller herauszufinden. Also die Dinger werden auf jeden Fall... Das ist dann immer gut. Das ist immer gut. So, wenn es super, super, super schwierig ist, was über die wirklichen Hersteller herauszufinden, das ist immer gut. Das ist toll. In China produziert und dann nach Deutschland exportiert. Aber auf der Verpackung findet sich auch eine deutsche Adresse, und zwar von der Fumatool Distribution GmbH. Das scheint der Importeur und Großhändler für diese Einweg-E-Zigaretten in Deutschland zu sein. Ich habe jetzt mal so ein bisschen zu dem Unternehmen recherchiert. So mega viel findet man ehrlich gesagt nicht. Auch zum Geschäftsführer findet man irgendwie gar nichts. Aber im Handelsregister wird noch eine Person erwähnt, und zwar Reis Khan Tirpan. Also der scheint auch hinter der Fumatool GmbH zu stehen. Und der scheint auf jeden Fall eine Menge Geld mit dem Import und dem Verkauf von Elfbars zu verdienen, weil ich habe seinen Instagram-Account gefunden und da zeigt er schon so seinen sehr extra... Sympathisch. Ich habe nur 2 Sekunden gesehen. Ich kann jetzt schon sagen, sehr sympathisch, aber... Extravaganten Lifestyle, also schnelle Autos, teure Uhren, viele Reisen und jede Menge Elfbars. Ich finde, das sieht super spannend aus und ich würde gerne mehr über das Business mit den Einweg-E-Zigaretten erfahren und wie das genau funktioniert. Und deswegen habe ich ihn einfach mal angeschrieben und nach dem Treffen gefragt. Und er hat tatsächlich zugesagt und sich bereit erklärt. Okay, das finde ich aber jetzt wieder cool, weil ich glaube, Tomatolix ist jetzt nicht zu unkritisch dem Thema gegenüber. Das finde ich tatsächlich dann wieder, das finde ich okay. Benefit of the doubt. Nicht cool, vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich finde es gut, dass er es macht. Jetzt gucken wir mal. Meine Fragen zu beantworten. Wir treffen uns am Firmensitz in Moers. Wie viele Elfbars verkauft ihr dann so im Monat? So im Moment 3 bis 4 Millionen Stück. Ja, das ist ja schon auf jeden Fall eine ganze Menge. Und hast du irgendwie gemerkt, jetzt seitdem es den Hype gibt, dass da die Nachfrage deutlich gestiegen ist? Ja, auf jeden Fall. Also es steigt halt so sehr exponentiell. Also derjenige, der jetzt einen Karton bestellt, bestellt beim nächsten Mal 3 Kartons. Wir sind die ersten Importeure von Elfbar und die größten Distributoren für Elfbar in Deutschland. Haben hier unsere Händler, Großhändler, die wir beliefern. Elfbars gibt es überall im Moment, aber wo kommen Elfbars eigentlich her? Der Produzent von Elfbars ist ein chinesischer Konzern. Die Firma heißt Heaven Gifts, machen, glaube ich, seit ca. 12, 13 Jahren E-Zigaretten, Hardware, Liquids, sind in diesem Markt halt sehr stark, sind einer der Big Player in China. Und die haben vor 4, 5 Jahren haben die angefangen mit den Disposable Vapes, also Einweg-E-Zigaretten, und haben ganz offenbar mit Elfbar eine Punktlandung hingelegt. So eine Elfbar kauft man ja am Kiosk für 10 Euro. Das war jetzt so das, was ich immer gesehen habe. Wie viel Marge macht da so ein Kiosk? Oder für wie viel kauft ihr die ein? Kannst du da irgendwas verraten? Ich kann natürlich jetzt nicht über meine Kunden sprechen. Ja, okay. Nein, aber ich sag mal so, für 5 bis 6 Euro kauft ein Kiosk die. Es gibt auch Kiosk, die verkaufen 2 für 15 Euro. Aber der Marktpreis hat sich einfach so etabliert, dass der bei 10 Euro ist. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass viele die ganzen Wunden, die, sage ich mal, in der Corona-Zeit hatten, durch den eingebrochenen Umsatz, dass sie diese Löcher, die dadurch entstanden sind, gerade mit Elfbar, gerade mit E-Zigaretten stopfen konnten. Vor allem bei den gehypten Elfbars sind super viele Fälschungen im Umlauf, die man einfach so an vielen Kiosken kaufen kann. Auf den ersten Blick ist es oft schwer, die Fälschung vom Original zu unterscheiden. Deshalb sind auf den Verpackungen der Elfbars extra spezielle QR-Codes mit Sicherheitsmerkmalen angebracht, die man mit dem Handy scannen kann, um sicherzugehen, dass es sich um ein echtes Produkt handelt. Ich finde das schon verrückt, diese ganzen Sicherheitsmerkmale wirken wie bei einem Geldschein. Malte zeigt mir, wie das Ganze funktioniert. War das nicht so, weil die, weil es super viele Gefakte gibt, die dann so explodieren können? Also die echten können auch explodieren, ist halt immer noch Technik, die da drin verbaut ist, ne? Und wird viel transportiert. Aber okay. Wenn das weniger schädlich ist, warum muss ich dann wie verrückt von E-Zigaretten husten und habe das Gefühl, dass ich daran ersticke? Und normale Zigaretten habe ich kein Problem. Und darauf wurde geschrieben, weil die normalen Kippen Stoffe sind, die dich nicht husten lassen. Ist das Realität? Ich erfahre heute ganz viel, das ist ja wirklicher Irrsinn. Alle so, ja, lass Müll vermeiden, lass Umwelt schonen und dann rauchen die Einwegkippen. Ja, keine Ahnung.
weil es 1000-mal weniger schädlich ist. Komplett irre. Die beiden habe ich mal mitgebracht. Das ist Blueberry. Eins ist original und eins ist gefälscht. Aber die 600er ist echt und die 1500er ist gefälscht, genau. Die bietet jetzt quasi mein Kiosk beide an. Ich scanne jetzt mal das originale Produkt und da siehst du jetzt hier, dass das elfbar.com ist. Ja. Wenn ich darauf klicke, dann sieht man auch eben, der Code wurde einmal abgefragt und ist original. Direkt auf der elfbar.com-Seite. Und wenn ich jetzt das gefälschte Produkt nehme. Gar nicht mal so unsmart. Dass ich auch nochmal einscanne, dann siehst du direkt am Link schon, dass es elfbar-tech.com ist. Hier steht auch, dass es okay, aber der Code wurde schon über 200 Mal eingelöst und das ist nicht die originale elfbar-Seite. Die ist 1:1 nachgemacht. Was mich jetzt auch voll interessiert ist, ob die Fakes dann genauso schmecken wie die Originalen oder ob man da irgendwie schon auch geschmacklichen Unterschied merkt. Also ich persönlich glaube, die schmecken unterschiedlich. Also ich weiß, dass wenn ich die geraucht habe, die gefälschten, auch mein Umfeld mir gesagt hat, ich kriege davon Halsschmerzen. Das heißt, du glaubst, die sind schon noch mal schädlicher für die Gesundheit. Ich glaube, ja, also ich bin mir nicht sicher, aber also ich rauche die auf keinen Fall noch mal. Aber du kannst ja gerne mal selber probieren. Ja, okay. Haben die nicht Markenrecht? Haben die nicht Markenrecht? Das ist ja das gleiche Logo. Hä? Die müssen doch markenrechtlich einfach komplett zerstört werden. Da kannst du nicht einfach im Kiosk so das gleiche Produkt mit dem gleichen Namen verkaufen. Hä, wie funktioniert sowas? Wie kann da nicht irgendwie einmal Ordnungsamt oder Polizei reinlaufen? Die kriegen ja direkt auf den Sack. Beste Mal. Ja. Ich glaube, die gehen auch dagegen vor. Also das wundert mich dann doch schon sehr. Also normalerweise ist doch hier, gerade sowas hier kompletter Irrsinn. Ja, Markenrecht in China, ja, hin oder her. Aber es geht ja um Vertriebsrechte hier in Deutschland. Da musst du ja eine Marke eintragen, so oder so auch, wenn du einen deutschen Sitz hast. Und das haben die ja durch den Kollegen, den wir da gerade gesehen haben. Also die müssen ja auch irgendwelche Eintragungen haben. Und dann gehört denen halt dementsprechend die Bildmarke. Schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Okay, es schmeckt auf jeden Fall schon unterschiedlich. Beim Rauchen fühlt sich das Originale ganz anders an als der Fake. Also ich würde trotzdem sagen, dass es irgendwie auch schmeckt, der Fake. Okay. Aber jetzt im Vergleich würde ich, glaube ich, schon sagen, dass das Originale schon geiler ist. Wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt, die im Namen von Elfbar jeden und alles abmahnt, der in irgendeiner Art und Weise gefälschte verkauft. Diese Dinger sind brandgefährlich. Ich weiß aus meinem Kreis, dass einigen auch schon die Zähne weggesprengt wurden. Da muss man halt gegen vorgehen, weil ich will jetzt keine Fälschung in irgendeiner Art und Weise gutheißen, aber ein gefälschtes T-Shirt bringt niemanden um. Aber hier haben wir es mit einem Liquid zu tun, hier haben wir es mit Nikotin zu tun, hier haben wir es mit einer Batterie zu tun, die da drin ist. Und wenn die Batterie nicht hochwertig ist, wenn die Batterie nicht unzählige Prüfungen durchlaufen hat, dann ist das etwas, was nicht geduldet werden kann. Also wie teuer sind Fälschungen im Vergleich zu den Originalprodukten? Also ich sag mal so, wenn ein Kiosk eine Elfbar für 4 bis 5 Euro gekauft hat, dann hat der gleiche Kiosk eine Fake-Elfbar zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro gekauft. Bei diesen Fake-Produkten kann der Verbraucher, die Verbraucherin sich in keiner Weise darauf verlassen, dass irgendeine Art von Qualitätskontrolle stattfindet. Da ist die Frage, wie viel Nikotin ist da drin? Wir haben zum Beispiel... Interessant. Ich dachte tatsächlich, weil, habe ich ja schon gesagt eingehend, ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Ich dachte tatsächlich auch, die Originalprodukte haben häufiger diese technischen Defekte, dass da was explodiert. Aber mir war gar nicht bewusst, dass einfach Leute oder andere Firmen den Namen und das Logo klauen und dementsprechend immer von Elfbars geredet wird, die irgendwelchen Leuten in der Schnauze explodieren und dann, wie gesagt, so Zähne wegsprengen und sonst irgendwie so einen kranken Scheiß. Aber das höchstwahrscheinlich dann Fake-Produkte sind. Also stellen die jetzt ja zumindest so dar. Ich weiß ja nicht, ob es die Realität ist, aber das ist ja crazy. Für eine Höchstgrenze innerhalb der EU von 20 Milligramm pro Milliliter. Man kann auch sagen, dass ganz andere Stoffe, die bei uns eben verboten sind, dass die dort in den Liquids drin sind. Also ich kann da nur wirklich ganz stark von abraten, solche Produkte dann zu kaufen. Also das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Wie ist das eigentlich? Werden alle Liquids und E-Zigaretten, die man so in Deutschland kaufen kann,
vorher untersucht von irgendwem? Ja, die Anbieter müssen ihre Produkte anmelden bei der zuständigen Behörde und müssen da dann genaue Angaben zur Zusammensetzung, zur Rezeptur machen. Das war es dann aber auch schon. Und die Untersuchungsämter in den Bundesländern, die machen dann stichprobenartig Untersuchungen und gucken, was ist dann wirklich drin. Okay, aber das heißt, also wenn so ein Produkt auf den Markt kommt, dann wird es nicht vorher untersucht. Das heißt, da vertraut man dann dem Anbieter, dass das da drin steckt, was er da angegeben hat. Ja, so ist es. Weißt du eigentlich genau, was in diesem Elfbar E-Liquid drin steckt? Also wir haben alles im Labor analysieren lassen. Da hat die Europäische Kommission sehr strikte Anforderungen, was in so einem Liquid alles drin sein darf und was nicht. Und wenn etwas drin ist, zu welchem Prozentsatz das da drin sein darf. Und ich würde sagen, die Elfbar schneidet da sehr, sehr gut ab. Irgendwie habe ich seit ein paar Tagen voll den Husten und auch so ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe schon ganz viele Corona-Tests gemacht, die sind alle negativ. Ich habe die Befürchtung, dass das vielleicht ein bisschen mit den Einweg-E-Zigaretten zusammenhängt. Und damit bin ich nicht alleine. Auf TikTok habe ich zum Beispiel das hier gesehen. Ich habe ziemlich viele davon geraucht und ich bin jetzt ein bisschen krank geworden. Ein bisschen Lungenschmerzen und mein Arzt hat mir erklärt, dass das die Ursache dafür war. Diese Elfbar-Dinger hier. Halt euch mal meine Lunge an. Ich krieg das nicht normal. Also kann man wirklich durch E-Zigaretten krank werden? Also da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, dass die Schleimhäute gereizt werden, dass es wirklich zu Nasensymptomen, Augenjucken kommt, aber eben auch diese Halsschmerzen, das Rachenkratzen durch den Konsum von E-Zigaretten. Liegt auch an den Trägersubstanzen, die eben atemwegsreizend, schleimhautreizend sind. Wenn wir aber tausendmal weniger krebserregend. Oh Mann, ey. Dann tiefer runtergehen in die Lunge. Auch dort zu Entzündungsprozessen führen können, insbesondere in den kleinsten Atemwegen. Und wenn wir hier Entzündungsprozesse haben, geht quasi erstmal die Grundfunktion unserer Lunge, Sauerstoff rein, Kohlendioxid raus, die geht dann als erstes in die Knie. Das ist jetzt ungefähr eine Woche vergangen, seitdem ich aufgehört habe, die Einweg-E-Zigarette zu rauchen. Und seitdem sind meine Halsschmerzen und mein Husten wieder weggegangen. Das ist richtig verrückt. Also ich weiß natürlich nicht, ob das tatsächlich zusammenhängt, aber wenn es zusammenhängen sollte, dann wäre das ja schon krass, dass man solche Krankheitssymptome bekommt, nur weil man so ein bisschen E-Zigarette raucht. Also das ist es mir auf jeden Fall nicht wert. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie damit weiterzumachen. Die Elfbar ist mittlerweile leer. Und da kommen wir auch schon zu einem der größten Kritikpunkte gegenüber Einweg-E-Zigaretten, die Umweltschädlichkeit. Weil das ist ja schon so ein bisschen absurd, wenn man mal darüber nachdenkt, was hier alles drin verbaut ist und dass man das dann einfach nach 600 Zügen wegschmeißt. Also das kann ja nicht gerade nachhaltig sein. Jetzt ist ja auch die Frage, wie entsorgt man sowas denn richtig? Weil hier steht ja auch drauf, nicht in den Hausmüll. Da könnte man ja auch nicht die ganzen Rohstoffe recyceln, die hier drin stecken. Man soll das Ganze fachgerecht tun. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, was das genau bedeutet. Also man kann die einmal bei Rücknahmestellen für Elektroschrott abgeben oder einfach im Einzelhandel. Also ab einer bestimmten Größe sind Einzelhändler dazu verpflichtet. Das macht doch keiner von denen. Die schmeißt das alles in Plastikmüll. Das macht doch nie. 90% der Leute werden das nicht so entsorgen. Keine Studie, sage ich einfach so. Weil Menschen doch so sind. Die geben 10 Euro dafür aus, als ob die dann noch irgendwie rumdüsen mit so einer Tüte unangenehm vielen Elfbars und dann irgendwie zu so einer Entsorgungsstelle gehen. Ne. Verpflichtet, sowas zurückzunehmen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zur nächsten Abgabestelle. Hier steht so ein Container für Elektrokleingeräte und da kann ich die Elfbar jetzt einfach reinwerfen. So, die Elfbar entsorgt und die Umwelt zumindest ein bisschen geschont, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele einfach zu aufwendig ist, immer extra irgendwo hinzufahren. Würde ich auch und denken. Dass sie die Dinger dann einfach in den Hausmüll werfen und das ist natürlich nicht so geil. Ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum Einweg-E-Zigaretten so beliebt sind. Also selbst mir... So einen Container habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie gesagt, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber ich muss gerade sagen, ich finde es übelst gut, dass es so einen Elektroschrott-Container gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr sinnvoll ist. Aber meine Gott, ich wusste das auch nicht. Als Nichtraucher hat es schon Spaß gemacht, die zu rauchen, weil die sind super leicht zu benutzen und die schmecken gut. Aber genau das ist natürlich auch die Gefahr bei dem Ganzen, denn es ist nun mal schon eine Menge Nikotin enthalten und so kann man schnell abhängig werden. Und auch wenn E-Zigaretten wahrscheinlich weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten, sind sie nicht ungefährlich. Also am gesündesten ist es natürlich einfach gar nicht zu rauchen. Unsere Lungen sind dafür da, saubere Luft in unseren Körper rein und die verbrauchte Luft wieder rauszubringen. Für nichts anderes haben wir die Lungen gekriegt. Was denkt ihr über Einweg-E-Zigaretten? Raucht
Ich sag dazu eine Sache. Ohne Sünde macht das Leben doch auch keinen Spaß. Oh Gott, nachdem du so ein Video angeguckt hast, sowas zu sagen, ist so schlimm. Oh Mann, ey. Ja, ich stelle mich gleich erstmal höchstwahrscheinlich irgendwie an eine Straße und lass mir nur dreimal ins Gesicht schlagen. Dann fühle ich mich, glaube ich, auch so wie jemand, der für 10 Euro sich so ein Ding da reindübelt und sich dann beschwert über Halsschmerzen. Oh Mann, ey. Wir haben es auch alle nicht besser verdient.